eins meiner Lieblingslebensmittel. Und ihr braucht Ostern gar nicht suchen. Die dicksten Eier haben eh ich und der Onkel. So, was wir heute machen werden, ist ein etwas ungewöhnlicher Burger. Dieser Burger, der hat kein Hackfleisch als Patty, der ist auch nicht vegan, der ist nicht aus Kichererbsen, der ist nicht aus Rind, der ist nicht aus Lamm. Der ist aus etwas ganz Einfachem. Und zwar, los huevos. Heißt das huevos? Ah ja, da war ich gerade kein auf Spanisch, ist es so? Da war ich gerade im Spanisch. Aber Cojones ist doch diese hier. Cojones. Die sagen Cojones. Okay, dann würde ich mal sagen, Cojones, oder? Das ist die Cojones. Also das ist halt so eine Sache, die wird viele Leute vielleicht an berühmte Fastfood-Ketten erinnern. Tatsächlich erinnert es mich auch so ein bisschen daran. Die Amerikaner vor allem essen das ziemlich gerne. Was wir zu diesem Egg Burger brauchen, ja, sind Brioche-Brötchen auf der einen Seite. Wir haben natürlich unsere Fette, in dem Fall Butter, Olivenöl. Hier ein kleiner Disclaimer, das hier ist nicht die Abteilung gesund. Da wollen wir euch jetzt nicht anlügen, ja? Und da solltet ihr euch selber auch nicht in die Tasche lügen. Wenn ihr mal Heißhunger darauf bekommt, und ich verspreche euch, das schmeckt besser, als es sich anhört. Denn als ich das erste Mal Eiburger gehört habe, da dachte ich, ja, was, Eiburger. Aber gebt der Sache einfach mal eine Chance. Wollen wir loslegen? Sehr gerne, bei B und McPoggy. Also zum Garnieren dieses Burgers benutzen wir im Bereich Gemüse klassisch Gurke, klassisch Tomate. Jetzt werden sich einige Leute denken oder fragen, warum diese Tomaten hier gerade in diesem etwas trüblichen Wasser eingelegt sind. Tatsächlich handelt es sich hierbei um Essigwasser, indem man Essig mischt zu vielleicht einem Zehntel Anteil mit Wasser, kann man zum Beispiel einen Reinigungseffekt erzielen, der vor allem bei Gemüse sehr interessant ist. Wo diese Tomate hier gerade herkommt, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist es bei unseren holländischen Nachbarn gezüchtet worden, aber auf dem Weg zum Aldi bis in deine Küche, da kann echt einiges passieren. Und ich bin echt ein großer Verfechter von Sauberkeit und Hygiene in der Küche. Ja? Und da ist es mir immer ganz wichtig, dass ich mein Gemüse so sauber wie möglich habe. Und deswegen lege ich es immer in Essigwasser ein. Vielleicht lege ich auch mal in Essigwasser und meine Witze nicht mehr so schmutzig. Was wir als zusätzliche Garnitur benutzen werden, ist dieses Stück Bio-Putenbrust, was darauf kommt. Alles, was mit Wurstwaren zu tun hat, vor allem aus dem konventionellen Handel, wenn es auch aus der Massentierhaltung kommt und so weiter, bin ich kein großer Fan davon, verzehre ich sehr, sehr selten. Deswegen sage ich, das hier ist ein Cheat Day Mal, wo wir aber trotzdem so gut wie möglich versuchen, hier mit Bio-Eiern, Bio-Gurke. Die Tomate ist nicht bio, muss man dazu sagen, weil ich persönlich hier in Deutschland noch nie eine Bio-Tomate abbekommen habe, die auch wirklich nach einer Tomate schmeckt. Deutschland ist an und für sich sowieso nicht so der Bereich für die fleischige, saftige, fruchtige Tomate. Dafür muss man dann wahrscheinlich dann in Richtung Türkei oder Spanien oder wie auch immer, hier in Deutschland sehr schwer zu bekommen. Deswegen in dem Fall verzichten wir mal auf das Bio-Label. So, und dann sind wir auch schon bereit, ja? Was wir machen werden, ist erstmal die Brioche-Brötchen vorzubereiten und bedienen uns an diesem Produkt hier, was ich gerade nicht vorgestellt habe. Und zwar ist das hier die klassische Mayo. Mayonnaise. Richtig. Das ist nicht Mario, sondern das ist Mayo. Und da schmieren wir hier ein ganz, ganz dünnes, hauchdünnes bisschen etwas von der Mayonnaise hier auf unser Brioche-Brötchen, und zwar auf die Innenseite. Legen das hier zur Seite, ja, und machen das mit den anderen auch. Es kommt auf innere Werte an. Was wir jetzt hier machen werden, ja, ist etwas sehr Außergewöhnliches. Und zwar legen wir die Mayo-Seite tatsächlich in eine vorgeheizte, oder besser gesagt, doch richtig, in eine vorbeheizte Pfanne. Am besten mit Anti-Haftbeschichtung. Ganz, ganz wichtig natürlich, ja, die Hände waschen vor dem Kochen, vor dem Essen. Nach dem Essen und nicht beim Essen. Nach dem Arsch abwischen. Jetzt geben wir der Pfanne ein bisschen Zunder, ja, und heizen die natürlich ein bisschen hoch. Da werden sich viele Leute natürlich fragen, wie kann man das denn überhaupt irgendwo raufschmieren und dann nochmal braten oder erhitzen? Das macht man doch mit Mayonnaise gar nicht. Aber letztendlich besteht Mayonnaise größtenteils eh aus Öl. In den meisten Fällen ist es auch leider dieses Öl, was nicht so besonders gesund ist. Deswegen bleiben wir mit der Mayonnaise auch wirklich lieber slow und soft. Und übertreiben
unsere Szene nicht, würde Playboy sagen. Genau, ja? Brennt die Mayo ab, brennt die Mayo ab. Hier kann man dann nochmal raufgucken. Hier sieht man auch schon so eine schöne Bräunung. Mhm. Ja, das ist genau das, was wir haben wollen. Hat die Kamera das eingefangen. Wie gesagt, da müsst ihr mal eine Pfanne nehmen, im Gegensatz zu mir, die auch so ein bisschen größer ist. Dann ist das ein bisschen gleichmäßiger und dann müsst ihr das auch nicht wenden. Wenn nicht, dann habt ihr halt eine gewisse Ecke, die ein bisschen knuspriger ist als die andere. Ja. Ist auch egal. Und jetzt kommen wir zur Hauptzutat. Die Eier. Die Huevos. Für diese Eiburger nehmen wir zwei unterschiedliche Sorten von Zubereitung. Das eine ist das klassische Spiegelei. Dafür behalten wir hier zwei Eier für uns reserviert. Und für die nächste Schicht machen wir ein schönes kleines Omelettchen. Omelettchen. Und was hat Arnold gesagt? Braucht man, um ein Omelett zuzubereiten? Dafür muss man Eier zerschlagen. Let's go. Das ist Arnold Straßenchecker. Für die Nummer hier knallen wir uns ein bisschen was an Pfeffer rein, ein bisschen was an Salz, aber übertreiben noch nicht unsere Szene. So, und fangen jetzt an, das Ei zu schlagen. In dem Fall versuchen wir das natürlich so schnell und effizient wie möglich zu machen. Dafür braucht man nur eine Gabel. Manche Leute nehmen jetzt einen Schneebesen, manche übertreiben und nehmen gleich eine Küchenmaschine. Aber der gute alte Turbofinger, der gute alte persische Turbofinger, meine Damen und Herren. Jetzt macht mir Angst gerade. Das ist ja dann so quasi die menschliche Küchenmaschine. Ich kann es mit meinem Auge gar nicht mehr sehen, wie schnell das macht. Das ist so, als wenn du joggen gehst auf 6 Plus, habe ich gehört. Stimmt, sowieso. Mit Fallschirm zum Bremsen. So sieht's aus. So, dann haben wir das hier bereit. Machen uns jetzt erstmal an unsere Spiegeleier. Für die Spiegeleier nehmen wir hier ein Stück von der guten deutschen Markenbutter, packen das hier in die Pfanne rein, heizen mal so richtig hoch. Make it hot, baby. Und geben zusätzlich ein kleines Sprinkelchen an Olivenöl mit rein. Diese Olivenöl-Butter-Kombination, die mag ich sowieso sehr gerne beim Ei. Natürlich muss man da sehr gutes, extra natives Olivenöl benutzen, was auch zum Braten geeignet ist, weil man da immer auf den Rauchpunkt auch achten sollte. Man sollte auf gar keinen Fall Fett so weiter erhitzen, dass es anfängt zu qualmen, weil da sich sehr ungesunde Substanzen drin entwickeln, die man eigentlich nicht zu sich nehmen will. Ja, deswegen, Olivenöl hat einen ziemlich niedrigen Rauchpunkt, deswegen sollte man da nicht mit voller Kanne rangehen. Das ist ähnlich wie bei der Butter, das kann auch verbrennen. So, jetzt legen wir unsere Eier direkt mal in die Pfanne rein. Schön eins links und schön eins rechts. Einfach nur abwarten und die Pfanne für sich selbst arbeiten lassen. Eins noch. Eins, eins. Zwei, eins. So, jetzt wo die Pfanne hier etwas in Wallung gerät. In Wallung. Ja, man merkt auf jeden Fall, es fängt an zu jizzeln und zu whizzeln. Das ist der Zeitpunkt, wo das Löffelchen zum Einsatz kommt. Und dann nehmen wir einfach immer ein bisschen was vom Ölchen, so ein bisschen was vom Butterchen und machen das da oben rauf. Einfach so. Und geben mal so ein bisschen mehr Zunder hier rein. Ja? Der kann noch so ein kleines bisschen was vertragen. Ja? Und ein bisschen Öl drauf. Das ist interessant, das kenne ich vom Braten. Das machen wir so, ja, dass wir den berühmten Eirotz hier loswerden. Denn genauso wie auch bei Scrambled Eggs oder was auch immer für Eggs, ist das Totschlagargument der Eirotz. It's all about the Eirotz, baby. It's all about the Eirotz. Sollte 1% Eirotz am Ei sein, ja, ergreife ich die Flucht. Das ist das Ekelhafteste, was es gibt. Für mich persönlich ist Rotz im Ei. Und sollte einer von euch pervers liegen da draußen, und ich weiß, es gibt ganz viele von euch, die gerne Eirotz schlabbern, ja, auf die Idee kommen, mir zu widersprechen, dann rate ich euch ganz schnell, diesen Kanal zu deabonnieren. Denn wir sind absolut gegen Eirotz. Eirotz. Ekelhaft. Sollte es euch zu lange dauern mit dem Ei, könnt ihr natürlich auch ein kleines Trickchen machen, und zwar das Ei einmal kurz zu wenden, zack, und zack. Das Geheimnis ist, oder wichtig besser gesagt, ist es sofort wieder in die ursprüngliche Position zurückzubringen. Denn wie ihr seht, geht das schnell kaputt, das Ei. Ja, so. Das hier ist aber jetzt auf jeden Fall eine gelungene Operation. Ja. So. Und dann würden wir schon mal anfangen, unsere Brötchen vorzubereiten. Ja? Dafür nehmen wir erstmal
die Unterseite, schmieren dann nochmal einen kleinen Hauch an diesmal frischer Mayonnaise oben nochmal drauf, aber wirklich wenig, wir wollen die Sache nicht zu fettig gestalten, weil hier schon eine Menge Fett am Start ist und so weiter. Was wir jetzt nochmal brauchen, sind natürlich unsere Tomaten. Jetzt haben wir hier die Unterseite unserer Brötchen. Auf die Mayonnaise-Seite legen wir unsere Tomatenscheiben rauf. Als nächstes kommt eine Scheibe Käse. Und es wäre ja nicht Onkel Bies Küche, wenn ich nicht den allseits beliebten Billigschmelzkäse wieder aus der Versenkung rausholen würde, meine Damen und Herren. Für alle Käseenthusiasten ist das natürlich der Triggerpoint. Und wir ärgern euch sehr, sehr gerne, muss ich dazu sagen. Deswegen machen wir auch zwei Varianten. Machen wir einen mit dem Tilsiter und einen mit dem Schmelzkäse. Dann kann vielleicht mal der gute Boogie auch mal entscheiden, welches davon besser schmeckt. Was hältst du denn davon? Kann ich gerne machen. Man sieht immer, man kriegt den Jungen aus dem Ghetto, das Ghetto nicht aus dem Jungen. So sieht's aus. Ja? So, jetzt legen wir unser Ei hier locker flockig rauf und ihr seht ja, wenn ich das hier aufbreche, ja, dann ist es drin schön gelb, weich, aber halt noch nicht, also aber nicht mehr flüssig. Etwas Salz auf den Eigelbbereich, ganz wichtig, ja, und auf den anderen legen wir hier unser zweites Ei schön rauf und auch das bekommt ein bisschen was vom Salz ab, ja, so. Dann legen wir hier unsere Bio-Putenbrust. Die legen wir schön geschmeidig einmal hier drauf. Das ist alles kein Hexenwerk, das ist kein besonders schweres Rezept. Und jetzt geben wir mal einmal richtig Gas. Ja? Und kommen zum zweiten Teil des Programms. Und das ist das Omelett. Wir legen die jetzt nur noch mit der Gurke, um das Frische auch reinzubringen, um ein bisschen auch diesem Fettfaktor entgegenzuwirken. Das ist immer ganz wichtig. Ja, ganz dezent. So, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Unterseite, welche Oberseite. Da kann auch meine Gurke mal ganz kurz mal Reis ausnehmen, aber das kriegen wir gebacken. Ich wäre ein Huhn, dann hätte ich nichts zu tun. Ich legte jeden Tag ein Ei und sonntags sogar drei. Intro, Motherfucker. Pop Chicken. Boogie Mac Chicken. Voila. Huevo Burger. Ja. B, das ist hier die Ghetto-Version, ne? Mit den Scheiblettenkäse. Richtig. Das ist der Fresh-Käse. Na, mal gucken, ob du einen Unterschied verstehen kannst. Ja? Hätten wir mal einen Mix. Eigentlich hätte ich dir das so mit geschlossenen Augen. Aber so alt bist du jetzt auch nicht, dass ich dich füttere. Ja? Nein, aber ich habe die Brille nicht dabei, deswegen sehe ich es wirklich nicht. Also probiere ich jetzt mal. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Ja. Aber sei ehrlich, ja? Lass dich nicht beeinflussen. Auch in dieser Küche wird nicht gelogen, sagt man. So sieht es nämlich aus. So. Das ist die Edelversion. Schmeckt auf jeden Fall unfassbar gut. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob es besser ist als die Ghetto-Version. Ist auch gut, dass es angebissen ist, dann will kein anderer mehr es essen. In the ghetto, and the mama cry. Aber ich glaube, Boogie weint heute nicht, ne? Ich bin glücklich im Ghetto. Ich bin glücklich im Ghetto. Also die Edelversion ist okay. Aber, ja. Schabletten, Gang, Mother. Und das Ei war auch Gold. Also ist der Schablettenkäse Ghetto Gold von Onkel B. Perfekt, ehrlich. Für Onkel B's Eggburger brauchen wir in erster Hinsicht natürlich Eier, Burgerbrötchen, Mayonnaise, Puten bzw. Hähnchenbrust, Tomaten, Gurken und Käse. Für die Herstellung von insgesamt 4 Burgern brauchen wir Investitionskosten von ca. 6 Euro. Somit kostet jeder einzelne Burger in der Herstellung ca. 1,50 Euro. Je nach Geschwindigkeit beläuft sich die Zubereitungszeit auf ca. 15 Minuten. Yummy. Yummy. Ich habe es ehrlich gesagt immer nur von McDonald's gegessen. Ey, schmeckt krass, Baby. Das schmeckt wie der McMuffin, nur mit richtigen Power.